Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, was wir jetzt mit dem Patch 10.05 unser spielen können. Und zwar gibt es dort ein neues Event und dieses neue Event können wir einmal in Taldrassus bespielen im Endeffekt. Das schimpft sich einmal der Zorn des Sturms und dieses Event gibt uns ein paar Marken und mit diesen Marken können wir dementsprechend ein Mount kaufen. Wo sind wir jetzt? Wir sind einmal hier oben auf den Koordinaten 59, 82 in Taldrassus und dort gibt es ein Portal und zwar das Portal in die Zukunft. Das kennt ihr vielleicht schon, wenn ihr die Kampagne gespielt habt und dort haben dann so ein bisschen die Primalisten die Oberhand gewonnen. Und da können wir ein bisschen gegen die kämpfen. Wenn das Event am Start ist, dann sieht es ein Ticken anders aus. Und zwar haben wir dann insgesamt 4 Portale. Und wenn wir diese Portale geschlossen haben, dann erscheint dann ein Boss. Den Boss hauen wir um und der Boss bringt dann ein paar Marken, beziehungsweise uns auch eine Ressource. So. Und mit dem Zeug können wir jetzt hier bei dem NPC verschiedene Sachen kaufen. Es gibt unter anderem ein paar Ringe. Es gibt eine Kiste, da weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht, was da drin ist. Müssen wir mal reingucken, wenn ich ein paar extra Marken noch gefarmt habe. Dann gibt es einmal einen Toy, einen Pet und was wir uns jetzt angucken wollen, ist das Mount. Da schimpft sich einmal Himmelshaut Hornschreiter. Das kaufen wir jetzt mal. Es kostet 3000 Inventarüberfluss. Das können wir sowohl bei dem Endboss hier kriegen, da droppt glaube ich so 60 rum. Und er droppt immer 6 von den Essenzen des Sturms. Die können wir auch über andere Wege bekommen. Es gibt hier so Elementar-Elite-Mobs, die wir besiegen können. Die können eine Quest droppen. Da gibt es, glaube ich, 10 von. Dann der Boss droppt, wie gesagt, 6 Stück. Und wenn ihr die World-Quest hier abschließt, dann bekommt ihr auch nochmal, ich glaube, auch nochmal irgendwie 9 oder sowas. Irgendwie sowas im Dreh rum. Ihr könnt also dieses Event abschließen. Und zwar ist es so, dass der Zyklus immer 5 Stunden sind. Ich kann euch das jetzt einmal hier zeigen. Und zwar ist es hier einmal eine Übersicht. Es ist immer so, dass 2 Stunden lang das Event geht. Dann sind 3 Stunden Pause. Dann kommt wieder das nächste Event. Sind es wieder 2 Stunden. Also der Zyklus ist 5 Stunden. Von den 5 Stunden sind 2 Stunden Event. 3 Stunden Pause. 2 Stunden Event. 3 Stunden Pause. Und hier ist so eine Übersicht, wann halt das Ding losgeht. Ne? Ich bin jetzt hier gerade am Samstag, den 28. Und dort sind wir irgendwo hier unten. Und da geht es jetzt gerade los um 23 Uhr. Ja? Das geht dann 2 Stunden und dann ist wieder Feierabend. Ihr könnt, wenn ihr den Boss besiegt habt, dann seid ihr in einer anderen Phase, wo der Boss quasi tot ist. Ihr könnt dann aber den trotzdem nochmal töten, indem ihr ins Tool geht und dementsprechend einfach hier unter Quests reingeht. Und dann haben wir hier oft Sturm, geben wir das mal ein, der Zorn des Sturms, joint in Gruppen rein, haut den Boss nochmal um. Ihr kriegt dann zwar nicht mehr die Kiste, weil die ist einmalig pro Event, aber ihr kriegt immer wieder die 6 Marken von dem Boss. Also solange ihr genug Leute habt, wo ihr Gruppen reinschauen könnt, könnt ihr immer wieder den Boss umhauen. Gut, jetzt genug des Vorgeplänkels. Kaufen wir uns das Mount und schauen uns das Ding mal an. Und hier übrigens diesen Elementarüberfluss könnt ihr auch bei dem Boss farmen, beziehungsweise es gibt ja diese ganz normalen Elemental Storm Dinger, da könnt ihr das auch grinden, ne? Aber ich denke mal, das kennt ihr schon, da könnt ihr einfach die ganz normalen Mobs umhauen. So, dann werden wir uns das einmal angucken. Dann sitzen wir auch auf. Schauen wir mal, wie das aussieht. Also ich vermute mal, es kann nicht fliegen. Es ist quasi so ein Schreiter-Mount, wie wir es schon kennen, bloß mit einer bisschen anderen Gestaltung. Ne? Hier mit den Hörnern, dem Schnabel. Ist ganz nett. Vom Hocker haut es mich jetzt nicht, aber ich habe mir schon gedacht, dass wir irgendwann so einen Mount kriegen werden. Die laufen ja hier in den verschiedenen Gebieten auch rum. Ja, ist ein nettes Ding. Ist wieder quasi ein Mount mehr. Wir können uns jetzt einmal noch das Mount-Special angucken. Okay, ziemlich unspektakulär tatsächlich und ich vermute nicht, dass es fliegen kann. Ich sag's euch, wie es ist. Gut, damit sind wir auch schon am Ende. Das waren alle Tipps, die ich euch geben kann. Wie gesagt, ihr könnt den Boss hier mit Gruppenhoppen grinden oder ihr macht halt jedes Mal einmal das Event. Dann habt ihr es nach ein paar Events auch zusammen. Ich verabschiede mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.